Du arbeitest gerade gemeinsam mit anderen an Forschungsergebnissen an einer Hochschule oder an einer anderen Forschungseinrichtung, die das Potenzial haben für eine Unternehmensgründung. Nun, dann kannst du dieses Förderprogramm Exist Forschungstransfer in der Phase 1 für dich nutzen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und wir helfen jedes Jahr eine ganze Reihe von Menschen und Unternehmen dabei, zu starten, Fördermittel zu bekommen, Finanzierung auf die Beine zu stellen und zu wachsen. Nun kommen wir zu den wichtigen Fragen. Wer kann wie lange welches Geld beziehen und wofür kann es ausgegeben werden? Die erste wichtige Voraussetzung ist, dass ein Team vorhanden sein muss, das die Kriterien von Exist Forschungstransfer erfüllt. Die Kriterien bestehen daraus, dass es insgesamt 3 Wissenschaftler geben muss, die an den Forschungsergebnissen arbeiten. Also 3-mal Wissenschaftler. Und dann ist ganz wichtig, dass eine 4. Person vorhanden ist, die sich mit betriebswirtschaftlichen Dingen auskennt, die im günstigsten Fall BWL studiert hat. Also dann sollte noch eine Wirtschaftsperson vorhanden sein. Und das Gute ist, dass alle 4 Personalkosten finanziert werden können, in der Regel über einen Zeitraum von bis zu 18 Monaten. In einzelnen Fällen kann das sogar verlängert werden bis 36 Monate. Diese Personalkosten können hier bis zu 100% in der Regel bezuschusst werden. Dazu gibt das Forschungsprogramm noch einmal einen Betrag von bis zu 250.000 Euro als Zuschuss. Nun, wofür kann dieses Geld verwendet werden? Diese Mittel können verwendet werden für Betriebs- und Geschäftsausstattung, für Investitionen, aber natürlich auch für Markenrechte, Patentanmeldung. Und du kannst damit auch studentische Hilfskräfte zusätzlich noch bezahlen. Also alles, was für Investitionen, für Markenrechte und für weitere Fremdleistungen noch anfällt, kannst du 250.000 dazu nochmal verwenden. Es gibt nur einen kleinen Unterschied. Die Frage ist nämlich, bist du bereits tätig in einer Forschungseinrichtung, die vom Bund oder von Ländern schon unterstützt wird? Nun, dann ist es so, dass insgesamt nur 90% der Kosten bezuschusst werden. Bist du in einer freien Hochschuleinrichtung tätig, die nicht gefördert wird vom Bund? Nun, dann sind sogar bis zu 100% der Kosten bezuschussungsfähig. Zusammengefasst, es ist also ein wunderbares Programm, was dir hilft, deine Forschungsergebnisse so weit zu entwickeln, dass du danach ein Produkt oder eine Dienstleistung, einen Service hast, den du am Markt dann als Unternehmen eintreten lassen kannst. Deine Aufgabe ist es nun, herauszufinden und auch einen kleinen Finanzplan aufzustellen für die 4 Mitarbeiter. Und das sind immerhin so zwischen 100 bis 200.000 Euro, die dort in diesen 18 Monaten gefördert werden können als Personalkosten, zuzüglich dann die 250.000 Euro Zuwendung für Investitionen, Markenrechte und weitere Hilfskräfte. Und das sind schon mal so knappe 400.000 bis 500.000, wenn du das zusammenzählst. Und da gibt es die Richtlinien jetzt zu prüfen, Finanzpläne zu erstellen, die Antragstellung mit deinem Team dann abzuschließen. Und wir von der X-Group, wir helfen dir gerne dabei. Und dafür kannst du einen Gutschein jetzt runterladen für ein kostenfreies Erstgespräch. Oder du kannst den Kanal einfach abonnieren und uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir Erfolg und freue mich, dich kennenzulernen. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.